Körper kommen. An die Oder abwärts, übers große Wasser, durch den Pazifik, zur Insel Kabakon. Am Ende werden wir alle von der Kokosnuss leben und unsterblich sein. Ein Hoch dem Äquator in unserem Herzen. Und wir begrüßen die Abordnung mit einem dreifachen Vivas! 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 An Bord der Prinz Waldemar befand sich nun der junge August Engelhardt aus Nürnberg. Bartträger, Vegetarier, Nudist. Salat und Fruchtivor. Engelhardt ist kein politisch interessierter Mensch. Zu weit entfernt schon hat er sich von der Gesellschaft, von ihren kapriziösen Launen und politischen Moden. Nicht er ist der Weltfremde, sondern die Welt ist ihm fremd geworden. Es war ganz und gar nicht auszuhalten, blässliche, borstige, vulgäre, ihrer Erscheinung nach an Erdferkel erinnernde Deutsche lagen dort und erwachten langsam aus dem Verdauungsschlaf. Deutsche auf dem Weltzenit ihres Einflusses. So oder ähnlich, dachte der junge August Engelhardt, während er die dünnen Beine übereinander schlug, einige imaginäre Krümel mit dem Handrücken von seinem Gewand wischte und grimmig über die Reling schaute. Herr Sonnenorden sei ja durchaus ein Ort der Gesellschaftserneuerung. So lebe man auf Kabakon und so gedenkte man dort auch weiterzuleben. Engelhardt, dem Lützus plötzlicher Vorstoß ins Politische peinlich war, warf ein, dass Fourier ein notorischer Antisemit gewesen sei, dass er, Engelhardt, Kabakon rechtmäßig erworben habe und sich keineswegs zur Anarchie bekenne und dass das von Fourier imaginierte Phalaster, Engelhardt war sich absolut sicher, dass Lützow diesen Begriff nicht kannte, Ausdruck einer philisterhaften, schäbigen und überdrein von exzessiven Sexualtrieb geleiteten Kleinbürger-Utopie sei. Als jetzt die Sprache auf Kokosnüsse kam, begannen sich hier und da in den Betten die jungen Leute zu bewegen. Man erwachte aus der Dämmerrunde und sah plötzlich mitten unter sich August Engelhardt in Natura stehen, dessen hagere Gestalt man in Zeitschriften in der Heimat abgebildet gesehen hatte und wegen dem man aufgebrochen war. Ein Raunen der Erkenntnis ging durch den Raum. Ein kaum volljähriger Schwabe rief krächzend aus: Der Heiland! Heiland! Der Heiland! Der Heiland! Das gibt's doch nicht! Er würde ja durchaus bereit sein, so Lützow, in den kleinen Tropenkoller nachzusehen, aber er könne an den Haaren herbeigezogener und ungerechtfertigter Anschuldigung nicht einfach. Und ungerechtfertigte Anschuldigung! Regelte Engelhardt, rannte ins Haus hinein und begann wie rasend einzelne Bücher aus den Bücherregalen zu reißen und diese aus dem offenen Fenster in den Regen zu werfen. Sei das gewiss nicht! Nein, Lützow habe schon mehrmals versucht, sich zum heimlichen Theoretiker seines Ordens zu stilisieren! Dabei sei doch eher Engelhardt. Ich habe alles erfunden und geplant. Und ich möchte mich mal fragen, wann denn der Musiker wohl beginnen würde, die Kontrolle über Kabakon zu übernehmen. Sei ja nur eine Frage der Zeit. Aber ich gedenke jetzt einen Riegel davor zu kriegen. Denn diese Insel, im Gegensatz zu Lützows vorher geäußerten Meinung, sei keine Demokratie! Und ein infantiles kommunistisches Miteinander herrscht hier schon gar nicht! Dann werde ich ihn wieder jagen! Na dann geh doch! Na, wenn ihr so wenig Wert auf meine Anwesenheit gelegt werde! Aber vielleicht fälschlicherweise gedacht, man sei gemeinsam
auf Comic-Con, um ein neues Leben zu schaffen. Hau doch ab! Auch Nietzsche habe gegen Ende nach dem Zusammenbruch in Turin seine eigenen Ausscheidungen gegessen. Es sei der große Kreis, das Möbiusband, das Feuerrad, die Kellerchakra. Nur habe Nietzsche in seiner Umnachtung das Ganze nicht zu Ende denken können, es sei alles so denkbar einfach. Nicht die Kokosnuss sei die eigentliche Nahrung des Menschen, sondern der Mensch selbst sei es.